Platz ist das Spiel geschehen. Auch Rosenheimer Drittel. Und die Lindauer führen! Ah, kleiner Torhüterbock da von Lukas Steinhauer, dem da die Scheibe zwischen die Schoner durchrutscht. Die Torschützen habe ich jetzt nicht genau gesehen, aber ich vermute Nummer 65 war es, Garrett Willen. Sehen wir hier in der Wiederholung ganz genau, was da passiert ist. In der Ecke, aber die Lindauer bleiben wieder entscheidend besitzt. Fanny legt schön ab. Kommt an die Scheibe und netzt ein zum 2:0. Andreas Farni. Ja, jetzt ist hier natürlich das Stadion auf den Kopf gestellt. 2:0 für die Lindau Islanders. Sehen wir hier auch nochmal, wie das Ganze passiert ist. War einfach der Rosenheimer Verteidiger. Das ist auch wieder gut laufen. Die Lindauer sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr kompakt da im Slot. Lassen die Rosenheimer nicht vor das Tor kommen. Aber jetzt haben wir den Anschlusstreffer. Manuel Neumann erzielt das 1:2 per Schlagschuss. Der Verteidiger, der letztes Jahr noch unter der Saison aus Duisburg nach Rosenheim kam, netzt hier ein zum Anschlusstreffer. Per Schlagschuss, ja, rutscht der Piberado irgendwo durch, auch da wieder. Das dritte Tor der Lindau Islanders. Ja, was ist denn hier los? Steinhauer bereits zum dritten Mal geschlagen. Und der Torschütze, die Nummer 11, Adrian Kirsch. Auch hier sehen wir den Abschluss. Kirsch, ja, schießt einfach. Kirsch schießt einfach. Steinhauer nicht damit gerechnet, dass der Schuss da kommt. Tom Pauker, Neuzugang aus Weiden. Hat in Rosenheim auch schon im Nachwuchs gespielt, in der DNL. Oh, was für eine Parade und was war das? Der Anschlusstreffer, da ist er. Daniel Buchenil wird auf jeden Fall als Torschütze angegeben, aber war es ein Eigentor? Da sind wir auch wieder auf die Wiederholung gespannt. Daniel Buchenil trifft für die Star Wars Rosenheim. Und hier sehen wir es, was ist passiert. Buchenil, auch hier erkenne ich noch nicht ganz genau, wessen Schläger den Puck dahinter die Linie gefördert hat. Quasi die ganze Zeit verpflichtet sind, das Spiel zu machen, aber dann dennoch aufpassen müssen, nicht in einen Konter zu laufen. Jetzt ist aber da der Ausgleichstreffer und es ist wieder Vyacheslav Bilek mit seinem 6. Treffer in dieser Spielzeit, mit dem 6. Treffer im 3. Spiel. Vyacheslav Bilek. Der Axel Berger mit dem Abschluss bleibt wieder hängen. Nächster Schussversuch und der ist im Tor. Der ist im Tor. Daniel Buchenil mit seinem 2. Treffer heute Abend mit der erstmaligen Führung der Hausherren in Überzahl. Dieser Treffer durch Daniel Buchenil. Das sehen wir hier. Er zieht er ab aufs kurze Eck. Sieht natürlich der Torhüter nicht ganz so prickelnd gut aus. Und Buchenil den Vorteil. Jetzt ist er alleine vor Piberado. Buchenil und Unterzahl. Treffer. Christian Buchenil. Hattrick, 3. Treffer an diesem Abend. 5:3 für die Star Wars Rosenheim. Damit jetzt nochmal 6:4 für die letzten 7 verbleibenden Sekunden. Auch kein Eising, weil Rosen in Unterzahl agiert hat. Aber die Partie ist vorbei. Die Star Bulls gewinnen gegen den EV Lindau mit 5:3. Ihr zweites Heimspiel der Saison.